Moin Leute, heute reden wir endlich über Der Pate in 4K und was ich dazu zu sagen habe, das seht ihr nach dem Intro. Ja, Der Pate wurde ja zum 50-jährigen Jubiläum nochmal komplett neu gemastert. 2008 wurde bereits ein neues Master angefertigt, ja auch mit mehreren tausend Stunden Arbeit wurden Flecken, Kratzer und alles Mögliche entfernt, damit das Material so gut wie möglich aussieht, was dann letztendlich auf der Blu-ray gelandet ist damals. Und jetzt zum 50-jährigen Jubiläum wurde dann halt im Prinzip nochmal neuer Aufwand gemacht und wieder mehrere tausend Stunden Arbeit investiert, um auch aus allem möglichen Material, was man hat, die besten Bilder quasi rauszusuchen, die schärfsten Bilder, die man finden kann für die jeweiligen Szenen. Und auch wieder halt natürlich Kratzer entfernt und Staubkörner und Brandlöcher und alles. Und das Ganze ist dann mit einem 4K Digital Intermediate auch auf der 4K Blu-ray gelandet. Das heißt, wir haben es hier tatsächlich auch mit 4K-Material zu tun, mit echtem 4K-Material. Dementsprechend kann man da schon mal ein bisschen was erwarten. So. Zum Film denke ich selber, muss ich halt nicht sagen, das ist ein Klassiker, das ist ein Meisterwerk. Wer ihn noch nicht gesehen hat, hat jetzt auf jeden Fall auch keine Ausrede mehr, das nicht zu tun, wenn es denn um die technischen Aspekte des Films ging. Das Einzige, was man eventuell für Leute von heute sagen könnte, dass der Film sehr langsam ist und dass das manche vielleicht abschrecken könnte heutzutage. Aber allerdings gebt dem Film eine Chance und ihr werdet Erstaunliches sehen, könnte man sagen. Ja, kommen wir zu 4K Blu-ray. Das Bild ist sehr natürlich scharf. Was ich damit meine, ist, hier wurde, soweit ich gesehen habe, zumindest kam es mir nicht so vor, ein Rauschfilter eingesetzt. Ja, das wirkt alles sehr natürlich und nicht zu übertrieben von der Schärfe her. Ja, gerade ich habe ja die Blu-ray zum ersten Paten, glaube ich, 2010 oder so, das letzte Mal gesehen, auf jeden Fall kurz nachdem sie rauskam. Dementsprechend hatte ich nur noch so ungefähr im Kopf, wie die Blu-ray aussah. Und die 4K Blu-ray kam mir halt wie eine, ja, natürliche Verbesserung halt vor, ohne es zu übertreiben mit der Schärfe. Wie gesagt, eine Noise Reduction kam hier, glaube ich, nicht so super krass zum Einsatz, zumindest nicht so in der Form, dass halt, ja, wie es zum Beispiel bei der Predator Blu-ray war, ja, damals, dass die Gesichter sehr wachsmäßig aussahen, ja, alle sahen aus wie Wachsfiguren, alle Details waren weg im Prinzip. Das ist hier nicht der Fall. Das Filmrauschen, das Grain ist immer noch da. Und durch die höhere Auflösung aber sehr viel ruhiger noch als auf der Blu-ray. Das ist schon mal sehr positiv, wie ich finde. Weil, ja, gerade hier ist Grain natürlich sehr wichtig, um den filmischen Look des Paten auch zu erhalten. Und was im Prinzip aber hier der eigentliche Star ist, ist halt aber auch das HDR. Das HDR sorgt im Prinzip dafür, dass das Bild nochmal sehr viel natürlicher ist im Vergleich zur Blu-ray. Die Blu-ray hatte ja so einen gelbmäßigen, einen Gelbstich, könnte man sagen. Gelb-Rotstich, denke ich, war es, genau. Und das wird hier im Prinzip fast komplett beseitigt. Wir haben ja, wie gesagt, ein sehr natürliches Bild, nicht zu übertrieben in Gelb oder Rot diesmal, was gerade auch in den Szenen auf Sizilien aufgefallen ist. Was aber auch noch sehr schön ist, dass wir halt diese, ja, Detailverlust in den dunklen, sehr dunklen und sehr hellen Bereichen halt nicht mehr so extrem haben. Das war ja auf der Blu-ray noch der Fall, gerade am Anfang, ja, bei der Hochzeitsfeier von der Tochter des Paten, von Don Corleone, hatten wir ja immer die Shots, die innen stattgefunden haben, bei Don Corleone, wie er halt die Gäste empfangen hat, im Prinzip, die von ihm ja einen Gefallen einfordern wollten, oder ihn um einen Gefallen bitten wollten, und halt die Shots draußen, die sehr hell waren. Da hat man dann immer gesehen, dass in den Innenszenen, in den dunklen Bereichen, man eigentlich keine Details mehr richtig hatte, und draußen, genau umgekehrt, wenn der Himmel im Prinzip zu sehen war, hat man unten nur die ganzen Gäste und das grüne Gras und so weiter gesehen und der Himmel war im Prinzip eine komplett weiße Fläche eigentlich. Ja, super ausgebrannt. Und das haben wir jetzt hier teilweise wieder negiert. Wir haben in den dunklen Bereichen halt wieder sehr mehr Details, immer noch nicht wahnsinnig viele, aber zumindest schon mal mehr als auf der Blu-ray wieder. Und genauso halt auch in den hellen Bereichen. Ja, das Ganze ist nicht mehr so ganz extrem ausgebrannt und überhellt.
insgesamt gesehen halt natürlicher. Zu der Schärfe muss ich eben kurz noch was sagen, bevor wir dann zum Ton kommen. Sehr auffällig in den Details, lustigerweise. Als ich die Blu-ray halt zum ersten Mal gesehen habe, die 4K-Blu-ray, dachte ich mir erst, okay, so ein krasser Unterschied ist das ja gar nicht. Und dann habe ich aber nochmal die normale Blu-ray eingelegt und habe erstmal gesehen, doch, das ist ein ziemlich krasser Unterschied teilweise. Gerade bei Weitwinkelaufnahmen über zum Beispiel Los Angeles war das, glaube ich. Da sieht man halt teilweise gar keine Details mehr in den Gebäuden und auch Bäume, ja, auf Grünflächen sieht man halt überhaupt nicht so wirklich. Das ist halt einfach nur alles zusammengematscht im Prinzip. Und hier sieht man jetzt auch wieder feine Details, wie zum Beispiel die Fenster der Häuser oder halt auch einzelne Bäume teilweise, also einzelne Baumkronen. Details werden hier halt wieder zurückgeholt, die bei der Blu-ray noch nicht da waren. Hier fällt dann die höhere Auflösung gerade im Detail nochmal sehr krass auf. Und das ist im Prinzip, das sind so die zwei größten Vorteile halt vom Bild. Kommen wieder mehr Details rein und durch das HDR halt ein natürlicherer Look, was vielleicht den Puristen nicht gefallen könnte, ja, könnte ich mir vorstellen. Und halt eben aber auch die Details in sehr dunklen und sehr hellen Bereichen, ne? Der Pate ist ja an sich eher ein sehr dunkler Film. So, kommen wir zum Ton. Beim Ton habe ich schon eher meine Probleme, und zwar haben wir es hier ja mit einem deutschen Dolby Digital 5.1 Ton zu tun. Da sind die Stimmen mir zumindest ein bisschen zu leise gewesen mit meinem Setup. Ja, das habe ich hier oben verlinkt, das hatte ich schon mal vorgestellt, damit ihr da so einen ungefähren Eindruck kriegt. Das kann ja von Setup zu Setup halt wieder unterschiedlich sein, ne? Gerade beim Ton. Dementsprechend, wenn bei mir die Stimmen zu leise waren, kann es bei euch halt schon wieder anders aussehen, aber mir waren die Stimmen teilweise echt zu leise. Ich musste schon 10 dB nochmal oben drauflegen, damit ich die Stimme auch einigermaßen vernünftig verstanden habe. Allerdings haben wir halt im Ton auch eine sehr, sehr hohe Dynamik, wenn es halt um ja, Lautstärkespitzen geht. Die Stimmen sind sehr leise, aber die ganzen Effekte sind halt ziemlich laut. Das heißt, wenn ihr halt ja, für die Stimmen lauter macht, dann kann es ja passieren, dass ihr euch bei den Effekten, wie zum Beispiel Explosionen oder der Musik, wenn die einsetzt, direkt wieder die Löffel wegfliegen. Dementsprechend für mich eher nicht so angenehm. Die Surround-Effekte wurden größtenteils halt echt auch nur für die Effekte genutzt, sprich für die Musik und für die Explosionen oder auch Sirenen von irgendwie Krankenwagen oder auch Polizei. Was ich aber eigentlich ganz interessant finde, wie es genutzt wird, weil in den Dialogen haben wir natürlich diese eher, ja, ruhigen Szenen dann. Und meistens, wenn Effekte passieren, dann ist das ja auch für die Charaktere überraschend, wie zum Beispiel die Explosion. Und, ne, das ist dann natürlich nochmal etwas immersiver. Allerdings sehr nervig, wenn die Dialoge dann doch sehr leise sind. Bei der 5.1-Spur haben wir dann auch die Neusynchronisierung, die damals schon angefertigt wurde im Stereo-Format, genau, die wurde dann quasi hochskaliert auf 5.1. Wie gesagt, Stimmen eher schwierig. Wenn ihr allerdings Bock auf die alten Stimmen habt aus der Kinosynchro, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, diese zu hören. Ihr habt nämlich auf der Blu-ray auch den deutschen Monoton, der allerdings hier auf 2.0 quasi hochgemixt ist. Das heißt, hier habt ihr dann immer noch die Originalstimmen aus dem Kinomix. Was natürlich wieder für die Puristen sehr, sehr gut und spannend ist. Den englischen Ton, da habe ich kurz nochmal reingehört, der hat im Prinzip für mich dasselbe Problem mit den Stimmen. Und ja, was kann man abschließend zu dem Ding sagen? Lohnt sich das Ganze im Vergleich zu Blu-ray oder nicht? Ich würde sagen schon. Der Ton ist zwar nicht besser, dafür ist das Bild teilweise schon sehr drastisch verbessert worden. Ja, wie schon gesagt, HDR macht hier viel aus, auch die Detailauflösung, gerade bei Weitwinkelaufnahmen ist schon sehr extrem. Dieses ganze Vermatschen der Details und dass man im Prinzip halt echt nur noch, ja, Farbfelder im Prinzip sieht im Vergleich dazu jetzt, hat man halt hier gar nicht mehr. Man hat hier wieder die Details zurück, gerade auch beim HDR dann halt in dunklen und hellen Bereichen. Und das Ganze sorgt dann halt für ein sehr viel natürlicheres und auch stimmigeres Bild, wie ich finde. Der Ton für mich sehr schwierig wegen den Stimmen. Ich bin eher Fan davon, wenn das Ganze halt näher zusammengebracht wird, sprich Effekte und Stimmen, damit man halt nicht die ganze Zeit an der Fernbedienung im Prinzip rumschraubt und optimiert. Allerdings sind es natürlich auch Leute, die da nicht so ein Problem mit haben. Dementsprechend sehe ich das hier eher. Ja, für mich nicht so gut, insgesamt gesehen wahrscheinlich eher neutral.
Ist halt aber generell gesehen kein Oberkracher. Der Ton darf man hier aber auch nicht erwarten bei einem 50 Jahre alten Film. Im November kam ja auch die 10 Gebote auf 4K Blu-ray raus. Da war der Sprung, finde ich, nochmal krasser zur 4K Blu-ray. Aber hier im Vergleich zu Blu-ray ist der halt auch schon sehr, sehr groß. Und für mich würde sich hier auch das Upgrade dann lohnen, wenn ihr einen 4K-Fernseher habt. Beim Ton, wie gesagt, müsst ihr jetzt nicht unbedingt eine Anlage dafür haben. Da reicht auch eigentlich der Fernsehton. Ja. Das war's im Prinzip jetzt von mir für der Pate in 4K. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr den jetzt schon in 4K sehen konntet und was ihr davon haltet. Könnt ihr mit mir im Prinzip die Meinung teilen oder seid ihr anderer Meinung? Schreibt das Ganze mal in die Kommentare. Gerade beim Ton bin ich da sehr gespannt, wie das bei eurem Setup dann vielleicht klingt. Ja? Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Der Pate 2 und 3 werden auch noch folgen. Wenn die Zeit es zulässt, das sind ja doch sehr lange Filme. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Man sieht sich auch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.